Hallo, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Case-Opening hier auf dem Kanal Metal Let's Play mit dem Reba und mir auf der Seite Cisco House und That's ich right. öffne das erste Case. Eine Farmer's Doom Kitty. Ich hoffe jetzt doch schon, dass du nochmal Knife ziehst. Ja. Ich bin gerade irgendwie so in so einer Knife-Laune, weißt du? So. Mm. Kann man. Knife-Laune. Factory New. Die glänzte so, weißt du? That's what she said. Ja, Gott sei Dank war auch nicht die Bänger an. Lol. Lol. Jetzt mal. Du gönnst mir das halt nicht. Als ob du mir was gegönnt hast, als Jetzt kommen wir nicht auf die Tour hier. Stand ich genauso neben mir, wenn ich Kisten geöffnet habe und hast du dann abgelacht, wenn ich nur Scheiße gezogen habe. Hast dich gefreut. Ja, bloß mit dem Unterschied, dass ich keine Scheiße ziehe. Ja doch. Guck dir den Ranz an. Aber ihr habt zwei Nieps. Nie? Aber. Aber. Was? Was ist da gerade eben vorbeigeflogen? Das tat irgendwie echt weh. Ja, macht ja nichts. Nee. Da waren schon wieder Daggers. Ja. Boah. Wäre das das große Paket, dann wären es $14 gewesen. Laser. Oh, $20 nur noch. Ja, das muss nichts heißen. Ja, hast du noch zwei Knives. Ja gut, wenn ich die verkaufe, habe ich 130. Mhm. Sag ich doch, hast noch zwei Knives. Oh, come on. Was? Das hat auch schon wieder weh, die Nova Antique. Ja. Setrack, wenn die FN ist, denke ich, ist die schon so 6, 7, 8 Euro wert. Weißt du? Noah. Kann schon sein. Noah. Und die 45. Nächstes darfst du noch aufmachen. Grand Prix. Twix. Oh, das ist jetzt halt. Ja, das war nett. Nett. Ah, gucken wir mal, gell? Wie er nichts mehr sagt. Oh. Ja, der Magen, ja. Der tut ja richtig, ey. What the fuck? Die Battlestar. Battlestar. Da war jetzt aber noch nichts Gutes dabei, ja? Factory New. Hoho. Minimum Wear. Der Reimekönig. Lönig. Komm schon, da muss nochmal ein Neef drin sein. Oder eine Setrack Tech 9 Jambia. Kommt sie nochmal in Knife, dann nehme ich's. Ja, dann nehme ich's. Schaut euch die Hure an. Was ist denn jetzt mit dir los? Okay. Was willst du mit seinen Lego oder? Seinen Lego? Ja, ich finde die eigentlich ganz cool, vor allem die SFN. Nee. Ah, die ist ganz scheiße, die habe ich jetzt. Ja. Schade, Azidmov. Azidmov. $13. Reicht es sogar für zwei? Boah. Ich hoffe jetzt gerade die ganze Zeit, dass nochmal sowas Gelbes da reinflattert, ey. Ja gut, das war jetzt vorhin mit dem Gut Knife war es ja auch nochmal knapp. Mit dem Blue Steel. Ja. Oh. Ja, nichts wert. Naja, die Freistelle, wenn das echt nichts wert. Ja.
Ja, ist auch nichts wert. Mhm. Umsetzt alles oder nichts? Alles? Twix. Knife. Knife? Nee, wenn die zu schnell runterrasseln, dann. Scheiße. Aber ich bin jetzt gerade am Überlegen. Guck mal. Scheiße. Wir haben jetzt hier einmal einen Butterfly und einmal Shadow Daggers. Ja, ich nehm's. Kein Thema. Danke. Weil es wäre halt schon krass, wenn du dir das jetzt mal anguckst. So. Boah. What the fuck is this? What the fuck is this? Allerdings könnten wir auch sagen, hey, wir verlosen eins. Zum Beispiel. Aber die Frage ist, wer spielt ein Urban Mask? Ich glaube keiner. Ich glaube, da ist die Bereitschaft höher bei einem Doppler oder bei einem Case Hardened wie bei Urban Mask. Deshalb bin ich echt am Überlegen, ob ich sie verkaufe. Musst du wissen. Meine Damen und Herren, schauen Sie jetzt weg. Oder magst du das haben? Oh, ich würde dich nein sagen. Ich würde es nur verkaufen. Okay. Und plötzlich haben wir 130. Doch, ich wollte es doch gern haben. Ich möchte mal ganz kurz gucken. Na, guck mal, Rusko. Ja, guck mal, die Golden Coil. Statrack. Ich könnte mir jetzt zum Beispiel hier ein Bayonet Stained holen. Mhm. Oder zum Beispiel ein NFN dann. Ich könnte mir aber auch zum Beispiel die Statrack Golden Coil holen. Golden Coil. Der da? Ja. Alter, die AK ist hier, wurde verdammt so viel wert. Hä? Was? Ich gar nicht, dass die so viel wert ist. Die ist vorhin mal vorbeigeflattert. Battle Scarlet hier, ist auch geil. Oder halt einfach mal ein Crimson Web. Kommt auch cool. Aber wir sind hier, um Cases aufzumachen und nicht um Knives. Tiger Tooth, ja, ist auch cool. Wie schmeißt der Seite jetzt Knife. Schon da? Gut los mit der Kaspersi. Da kommt wieder das Hartgeld reingeflogen. Oh, da war die Nuclear Threat. Threat. Wobei ich bin echt gerade im Überlegen, ob ich mir davor einen Knife hole, bevor ich das alles verspiele. Was ist los? Was ist denn los? Nix. Okay, jetzt machst du auf und dann hol ich mal. Was? Alter. Was ist das denn? Ja, keine Ahnung. Alter, den Skin habe ich noch nie gesehen. Warte mal ganz kurz. Ich glaube, ist der nicht von der Dragon Law? Für ein Trade-Up für die Dragon Law? Na gut, vom Preis her könnte es gut hinkommen, ja. Ich glaube, der ist von der Cobblestone Collection. Dann haben wir nicht hier noch irgendwie so. Das hatte ich ja damals und habe es dann verkauft. Ja, das Problem ist, wenn du jetzt eins für $80 jetzt zum Beispiel nimmst, dann musst du erst auf $80 runterspielen. Du kannst es nicht einfach kaufen. Das ist das Problem. Du musst dann in dem Preisbereich dann sein, ne? Ja. Das heißt, Mal, wo ich mir das Butterfly Case Hardened geholt habe. Dann ist doof. Und das M9 Bayonet da wieder reingetradet hatte. Ja. Da musste ich von $280 auf 130 runterspielen. Ach so. Das ist vielleicht der einzige Nachteil an der Seite. Sag mal, so wie du jetzt gerade hier zockst, musst du ja den Pott heute hochtreiben, oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich denke auch schon. Lon. Na? Jo, bleib stehen. Jawohl. Ja, $40. Jetzt schon. Ja. Oh Mann. Die Hades, Alter, das ist schon. Ist das nicht Hades? Hades auf Deutsch, Hades auf Englisch. Hades, das hört sich an wie Ladies. Hey, Hades. Ja, das klingt so nicht so.
Auf Englisch heißt er, auch nicht Hercules, sondern Hercules. Ist so. Oh. Ja, da warst du am Oscar-Stil gewesen. Boah. Boah. Alter, boah. Mir ist gerade echt so ein Riss ins Herz rein, gell? Ja, echt. Echt. Ich hol Tesafilm. Boah, das hat jetzt echt wehgetan. Und ein Uhu. Und ein Uhu. Boah, Gott sei Dank nicht. Die Cyrix, die sah nicht gut aus. Was sitzt auf dem Baum und winkt? Ein Uhu. Da war es Karambit. Ich hab's gesehen. Aber Boreal Forest finde ich nicht so geil. Ja, aber Kaching, Kohle, Lole. Lola. Wir sind bei 10 Minuten, ja? Ja, wir treiben es wieder hoch auf 12. Dann mache ich jetzt noch eins auf. Ja, bedingt dich. Bang, 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 bang. Zwei Kniefs, ne? In einer Folge. Folge. Schon geil. Kann man mal machen? Da bringst du mir einen Dollar. Was soll das? Ja, ich hab dir doch vor 23 gebracht, als Maul. Paul. Ja, das bringt dir wieder ein bisschen mehr Geld. 7 Dollar. Boah, you fucking wizard. Der Blick. Die ist nix wert. Ich hätte mich über die seinen Leo mehr gefreut. Weißt du, die habe ich immer für CSGO Dings benutzt, ja. Spin oder was? Ja, nee, Ding hier. Für den Jackpot. Da, wie hießen das? Die Seite, wo ich da. Last Case? Nee, so hieß die nicht. Ich meine für die Folge. Hey, da muss ich auch noch eins aufmachen. Ja, dann machst du halt auch noch eins auf. Ja, mit einem Vanguard Ding kannst du auch noch. Kannst du das nicht abmoderieren? Da, jetzt kommt der Drop. So, meine Freunde, wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr gerne ein Like da lassen. Gerne auch kommentieren und. Wow, du bist so ein Arsch. Du bist einfach so ein Arsch. Was denn? Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ja, wenn es heißt, Riva zieht für Nero Scheiße. Tschüss. Leise.